Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und dies ist, unschwer zu erkennen, Life is Feudal. Aber dies ist nicht unser kleiner Server, wo maximal 64 Leute spielen können, nein. Sondern dies ist das, worauf viele seit Wochen, Monaten, vielleicht schon Jahren warten. Dies ist Life is Feudal, das MMO. Die riesige große Welt, die sie versprochen haben, die ist jetzt zugänglich. Ich habe einen Zugang bekommen zur Closed Beta und dies ist die dritte Phase der Closed Beta. Die läuft noch ungefähr 10 Tage und ich habe also Zeit, mich hier ein bisschen umzuschauen. Ja, was soll ich sagen? Ich kann euch sagen, ich habe das erste Problem. Ihr seht links unten den Balken, hier 37 Hunger. Ich habe nämlich hier so ein bisschen rumgetrödelt, mich hier ein bisschen umgeschaut, ein bisschen die Aufnahme getestet und habe dann bemerkt, dass ich überhaupt nichts, nullo, nichts zu essen im Inventar habe. Ich dachte, ich hätte schön gebratenes Wildfleisch, denn bevor ich hier hingekommen bin, auf diese Hauptinsel, auf dieses Hauptgebiet, Insel kann man das nennen, auf diesen riesigen Kontinent, da beginnt man auf so einer Art Newbie-Insel und dort habe ich schon ein bisschen gejagt und Zeug zusammengesammelt, gekocht und so weiter und fühlte mich gut ausgestattet, um hier auf dieser Hauptinsel, auf der es ernst wird, auf der man sterben kann, zu reisen. Und da musste ich feststellen, also alles weg, ich habe nichts mehr. So, man startet hier, oh, da ist jemand, man startet hier in so einer Hauptstadt auf dieser Insel. Die Insel ist so riesig, dass man sie nicht komplett anschauen kann. Also, ich sag schon wieder Insel, Kontinent. Und ich muss aber zusehen, dass ich jetzt hier rauskomme, weil ich habe gemerkt, ich kann hier diese Bäume, die es hier gibt, die kann ich nicht nutzen, um mir irgendwas abzubrechen. Ich kann hier auch nicht auf dem Boden nach irgendwas Essbaren suchen. Ich muss schleunigst hier verschwinden. Wir können uns nebenbei mal anschauen, was es hier noch so gibt. Schöne Häuser, da ist eine riesige Burgmauer, habe ich schon gesehen. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Gehen wir mal hier querfeldein hoch. Oh nee, das scheint mir unzugänglich zu sein. Das wird wie so eine Art Sitz des Herrschers, des Königs sein, der hier in die Mitte platziert ist. Man sieht es hier ganz schön eigentlich. Das ist hier so ein Burghügel. Naja. Ach, ich kann einfach nochmal M drücken. Aber wir müssen raus hier. Ich glaube, das ist, weil das irgendwie geklemmtes Land ist, kann ich hier nichts tun. Und wir verhungern. 36 Nahrung, also wir müssen dringend irgendwas suchen. Während ich jetzt hier also laufe, ich habe in etwa einen Plan, in welche Richtung ich laufen will, werde ich ein bisschen quatschen. Oh, wartet mal, ist das ein Apfelbaum? Nee, das sind nur Blätter. Hm, Herbst. Verfärbte Blätter. Ja, ich will ein bisschen erzählen über das Spiel, über das, was ich jetzt hier in der Closed Beta so vorhabe. Denn ich habe jetzt nicht vor, hier großartig was zu bauen. Vermutlich wird das sowieso alles mit der nächsten Beta-Phase zerstört werden. Ich möchte nämlich gerne so viel wie möglich von diesem Kontinent sehen, von den verschiedenen Gebieten, Klimazonen, die es hier gibt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Oh, hier ist mein Eingang. Schau mal ganz kurz rein. Da in der Mitte ist so ein Burgfried. Können wir hier irgendwas tun? Nee, wir können nicht interagieren hier im Zentrum. Gut, da müssen wir echt raus hier. Hier unten, glaube ich. Ja, das ist der Weg, die Hauptstraße. Die möchte ich lang gehen. Ich vermute mal, das ist hier nicht von Spielern gebaut worden, sondern das haben die Entwickler gewissermaßen als zentralen Ort hier etabliert, an dem sich einiges zukünftig abspielen wird. Derzeit ist es noch natürlich völlig ausgestorben, eine richtige Zombie-Stadt. Na, wir sehen aber, es sind irgendwo 190 Leute, glaube ich, derzeit hier in dieser Welt oder auf dem Server. Ich bin nicht ganz sicher. Da können wir gleich schon mal zu dem Thema kommen. Nee, sag bloß, das Tor ist dazu, oder? Verhungere ich jetzt im Innern dieser Stadt? Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich das öffnen? Inneres Steintorhaus. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich komme hier nicht raus. Das ist ja verrückt. So, dann müssen wir jetzt irgendwie diese Mauer entlang laufen. Und, naja, das ist auch mal durch Palisaden abgeschirmt. Was ist denn das hier für ein unzugängliches Gebiet? Das kann doch nicht wahr sein. Gucken wir uns das nochmal an. Hier ist eine komplette Mauer mit verschiedenen Toren. Aber wie kommen wir hier raus? Etwa auf der anderen Seite? Sind wir bis dahin schon verhungert? Gott, wie dramatisch geht das hier los? Das sind hier offenbar einzelne Wohnviertel. Ja, toll. Auch da kommen wir nicht rein. Alles abgesperrt.
hier? Kommen wir hier durch? Das ist ein Handelsposten. Ha, schaut mal. Können wir hier rüberspringen? Ja. Nee, da sind wir hergekommen. Ich komme hier nicht rüber. Kann ich das öffnen? Nee, ich darf hier nichts machen. Oh, Leute. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wo wir stehen geblieben sind. Hier geht's irgendwie rein. Hilft uns das? Ah, wir können uns jetzt hier an ein Zuhause binden. Nutzt uns das? Ich glaube eher nicht. Das sagt er uns. Gott, wie eng ist das hier gebaut? Ich will aber raus aus dieser Stadt. Ich will nicht in diesen hässlichen, engen Gassen wohnen, eingefercht sein. Ich möchte die freie Natur lieben. Leben und lieben. Genau, in der freien Natur leben und dort auch lieben. Vielleicht, wer weiß. Was für ein Start. Ich sehe aber gerade, da ist eine Mauer und da ist eine Treppe. Das wäre doch gelacht, wenn wir nicht einfach über die Mauer in die Freiheit springen könnten. Da ist die Freiheit. Kommen wir hier hoch? Ah, du bist nicht talentiert im Springen, ich merke das schon. Vielleicht auf diese Art und Weise. Man kann hier aber, ich weiß, man kann hier durchaus ein bisschen rumhüpfen und es irgendwie hinkriegen. Leute, wir wollen in die Freiheit. Das teste ich jetzt nochmal. Hier muss es doch rausgehen. Ich will raus! Kann man durch die Zinnen gehen? Nee. Kann man zwischen die Zinnen springen? Auch nicht. Hier, das ist eine ganz gute Situation. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ui. Eieieiei. Endlich weg hier. Aus dieser vermaledeiten Festung. Wir gehen mal hoch auf den Weg und dann in Richtung Süden. Oh, hier ist irgendwie sumpfig, merke ich gerade. Verlassen wir diesen Ort. Unser Hunger nimmt zu. Ich weiß gar nicht mehr, wovon ich gesprochen habe. Achso, es sind ungefähr 190 Leute derzeit hier. Auf dem Server oder auf der ganzen Welt. Das bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das hier organisiert ist. So, jetzt fangen wir mal an. Können wir hier jetzt mit diesen Bäumen interagieren? Nein, was ist denn hier los? Wieso kann ich damit nichts anfangen? Bin ich noch zu nah an der Stadt? Weg hier. Bloß weg. Sehe ich da oben, sind das auch irgendwelche Siedlungen, Festungen? Wir gehen mal auf der Straße, denn dort lässt es sich schneller gehen. Da kommen wir schneller weg. Das ist sogar eine gepflasterte Straße. Sehr schön. Mal gucken, wie weit die reicht. Wir können auf der Karte sehen, ja, die sollte dort hübsch ins Gebirge reichen. Ach, schaut mal, das sind alles, hier, das sind alles geklemmt, ist alles geklemmtes Gebiet, möglicherweise die gesamte Straße. Quake Forester gehört das. Widerrechtliches Grundstück, das betreten. Ist das hier die Grenze? Bin ich jetzt in der Freiheit? Oder haben das irgendwelche landgierigen Rigmont Hidalgo, tatsächlich. Landgierige Menschen haben sich hier um die Hauptstadt herum schon Land geclaimt. Unfassbar. Aber das interessiert uns nicht. Wir wollen nicht einer von diesen Hofschranzen werden. Wir wollen uns mit der Wildnis messen. Deswegen so schnell, so weit wie möglich weg. Und nochmal der Versuch, hier irgendwie ein bisschen Hilfsmittel. Ja, Leute, es geht. Es geht. Wir können uns erstmal ein paar Äste abbrechen, damit wir später ein Feuerchen machen können. Und dann können wir als erstes vielleicht für die erste Hilfe, für die erste Not, für den großen ersten Hunger ein bisschen nach Pilzen suchen, nach Beeren suchen, nach Wurzeln suchen und die erstmal zu uns nehmen, bevor wir dann auf Jagd gehen können. Aber dazu müssen wir uns erstmal irgendwas herstellen, womit wir jagen können. Ich guck mal hier auf den Boden. Ich habe schon ein bisschen Naturkunde gelernt, deswegen könnte das was werden. Versuchen wir mal, Pilze zu sammeln. Mal gucken, was das bringt. Nix da. Rechts unten seht ihr übrigens, falls ihr Life is Fuel nicht kennt, hier ist immer so ein kleines Logbuch, wo alles, was man tut, verändert oder verbessert bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und da erkennt man dann immer ganz genau, um wie viel welcher Wert angestiegen ist, weil das ist ein System. Okay, man sieht übrigens, wir haben hier offenbar kein Glück mit Pilzen. Dann lassen wir das mal. Doch, wir haben einen Pilz gefunden. Wow. Schon der zweite Pilz, also jetzt haben wir es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir den
Den können wir, glaube ich, sogar roh essen. Ich bin auch noch kein besonders großartiger Koch. Mit Pilzen kann ich eh noch nichts anfangen. Ich kann nur so banale Dinge wie irgendwelche Fische am Stock braten oder wild. Er soll mal aufhören. Walda, das ist übrigens Walda, habe ich noch gar nicht gesagt. Was, wir können die Pilze gar nicht essen? Die kann man nur kochen. Ich bin entsetzt. Das hilft uns also gar nichts. Da haben wir überhaupt nichts gewonnen. Da müssen wir was anderes finden. Etwas Essbares suchen. Das ist eine sehr allgemeine Aussage. Das ist, klingt wie ein Hilferuf. So, aber derzeit finden wir gar nichts. Ich sehe uns hier noch verhungern. Mit großen Ambitionen aufgebrochen, aus der Stadt geflohen und dann am Stadtrand verhungert. Es ist auch Winter, das ist ja schwierig. Also das Spiel simuliert ja komplette Jahreszeiten, einen kompletten Jahreslauf sogar. Wenn wir auf die Karte gucken, dann sehen wir oben rechts, es ist der 9. Februar 1028. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir haben eine essbare Pfahlwurzel gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein Tag in unserer Welt ist zwei Tage hier in dieser Welt. Es gibt also auch einen Tag-Nacht-Rhythmus. Wir sind wirklich am frühen Morgen jetzt dieses Tages. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man Aufnahmen machen will. Man muss sich immer an diesen Tag-Nacht-Rhythmus hier orientieren, weil man nachts sieht man überhaupt nichts. Gut. Möglicherweise ist hier nicht mehr als diese eine Pfahlwurzel. Wir werden mal testen, was uns die bringt, wenn wir die jetzt essen. Ja, die können wir zumindest essen. Wir gucken mal, 26 haben wir jetzt. Puh. 29. Naja, okay, das war nicht besonders hilfreich. Was wir vielleicht als nächstes brauchen, sind Feuersteine, womit wir dann uns eine Axt machen können. Ist das das Ende dieses Hauptweges? Da ist ja nicht mehr viel von geblieben. Oh, schaut mal, da sind Kisten. Da hat jemand wohl irgendwie gearbeitet, was getan. Die scheinen aber nicht geclaimed zu sein. Vielleicht finden wir dort drin was. Können wir das öffnen? Ja, können wir. Nichts da. Ja, das wäre auch zu schön, wenn wir da jetzt ein paar Brathähnchen gefunden hätten. Nee, ich werde mal jetzt nicht alle durchgehen. Eine machen wir noch. Also, das hatte ich mir jetzt echt ein bisschen anders vorgestellt, dass ich euch hier nicht gleich mit meinem Existenzkampf konfrontiere. Aber es hilft nichts. Wir müssen es tun. Ja, wir brauchen Feuersteine, damit ich eine Axt bauen kann. Mit dieser Axt können wir dann mit ein bisschen Glück schon auf die Jagd gehen. Oder wir können auch eine Schleuder herstellen und kleines Viechzeug jagen, was ein bisschen schwieriger ist. Manchmal hat man mit der Axt mehr Glück. Ah, ihr seht, wir haben die nächste essbare Pfahlwurzel gefunden. Aber es ist bescheiden. Es ist wirklich bescheiden hier im Winter. Nee. Na, wir lassen den nochmal einen Augenblick weitermachen. Ja, wir sind auch noch natürlich in keinster Weise Experten hier in Naturkunde oder sowas. Also es ist sehr mühsam für uns zu überleben. Aber das wird. Das wird. So. Das war aber sehr nahrhaft. Die hatte offenbar gute Qualität. Das ist nämlich auch, es gibt unterschiedliche Qualitäten. Und was sehe ich da hinten? Da brennt doch ein Haus, oder was ist das? Hä? Kann das sein, dass da was brennt? Oder ist das nur, doch, da brennt ein riesiges Feuer. Wie geht das denn? Vielleicht ist da was zu essen zu holen. Oder kommen wir da gleich in irgendeinen Kampf rein, in irgendeinen Krieg rein? Wo sind wir eigentlich? Ach, schaut mal. Da sind wir. Da sind auch, da ist tatsächlich so eine, ein kleines Dorf. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht, was man jetzt schon alles sieht hier. Also da brennen doch die Häuser oder was? Oder machen die da irgendwie ein Grillfest? Oder wollen die Wintergeister vertreiben? Wow. Offensichtlich geclaimtes Land. Über diese Mauern kommen wir auch nicht einfach so rüber. Aber die wurden wohl angegriffen, oder was? So, hier haben wir Zugang.
Shimanox Lea Kim. Warnung. Ja, wir können nämlich jetzt auch nicht in die Kisten reingucken, weil das eben nicht unser Land ist. Aber wieso brennt das hier? Was ist hier geschehen? Wenn die uns jetzt übrigens... Oh, hier ist eine Schlingfalle. Wenn die uns hier übrigens jetzt erwischen, dann leidet unser Ruf. Das kann Ärger geben. Ja, da muss man uns bezichtigen. Oder dann wird man bezichtigt, wenn jemand da ist. Und dann hat man Rufverlust. Ist da hinten jemand? Da steht jemand. Okay, wir hauen ihn ab. Ich meine, wir könnten ihn auch um Essen bitten. Aber dazu sind wir zu eitel. Wir wollen das selber hinkriegen. Wir haben ja eben eine gute Wurzel gefunden. Jetzt müssen wir noch erstmal Feuersteine finden. Das heißt, irgendwie so eine Art Berge brauchen wir dafür. Gestein, was uns hilft, eine Axt zu bauen. Okay, wie wir jetzt so weiterlaufen und immer mal nebenbei sich ja Pfahlwurzeln suchen und alles Mögliche, möchte ich euch erzählen, was ich hier eigentlich vorhabe. Also, beziehungsweise lasst uns nochmal über diese Closed Beta oder überhaupt das MMO reden. Also, Life is Feudal Your Own, das hattet ihr bestimmt schon mal gesehen. Da lebte man auf so einer Insel, die schon ziemlich groß war, wie ich fand. 3x3 Kilometer. Und das war aber eigentlich nur die Vorbereitung auf dieses hier. Das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Ich habe nämlich einen Plan, dazu kommen wir später. Das ist die Vorbereitung eigentlich nur dieses Spiel auf dieses hier gewesen. Und es gab viele, die gesagt haben, naja, ob das was wird. Da sind schon viele mit großen Versprechungen gestartet. Aber ich muss sagen, ich gehörte auch zu den Skeptikern. Ich fand das schon ziemlich gut, was sie da gemacht haben. Aber offensichtlich ziehen sie es durch. Und bauen tatsächlich diese riesige mittelalterliche Welt, in der man sich austoben kann und in der wirklich eine freie Gesellschaft entstehen kann, eine spielerbasierte Ökonomie und Gesellschaft. Und die Basis ist natürlich jetzt sozusagen dieser Kontinent, der derzeit nicht aus 3x3 Quadratkilometern, nee, Kilometern, entschuldigt, 3x3 Kilometern besteht, sondern aus 21x21. Das heißt, das hat sich, die Größe hat sich irgendwie ver40-facht, mindestens, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Oh, jetzt haben wir ein kleines Ruckeln. Jetzt schauen wir uns nochmal um. Was ist denn hier los? Ist der Winter plötzlich vorbei, oder? Hä? Der Schnee ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Oder sind... Leute, was passiert hier gerade? Naja, umso besser. Ich hoffe, wir finden dann... Oh, jetzt sieht es aber hier entzückend aus. Ich hoffe, wir finden dann gleich ein bisschen... Suchen wir nochmal nach Essbarem. Ja, also eine riesige Welt. Also ver40-facht. Und diese Welt besteht, das ist das Geniale, aus verschiedenen Servern. Und man bemerkt gar nicht, wenn man von einem Server auf den anderen geht. Sondern die Welt ist absolut zusammenhängend. Und das ermöglicht es diesem Spiel, dass ja, zehntausende Spieler, wenn so viel dabei sind, hier tatsächlich zusammen agieren können. Zusammen in dieser riesigen Welt. Es wird, glaube ich, drei von diesen, sag ich mal, Riesenwelten geben. Eine europäische, eine nordamerikanische oder eine amerikanische und einen asiatischen Teil. Genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall gibt es zwei oder drei unterschiedliche. Aber das wäre es dann auch. Also ansonsten spielen eben, wenn man eben auf diesem großen Server ist, alle gemeinsam und können gemeinsam das Schicksal hier mitbestimmen. Dieser derzeit noch völlig unbefleckten Welt. So, warte mal, lass uns sie gleich mal essen. Jetzt habe ich hätte mal gucken sollen, was das Qualität 4 bringt. Oh ja, die war nicht gute Qualität, hat nur 2 gebracht. Naja, und was mich jetzt interessiert, ich möchte eigentlich so eine Art Walking-Simulator im Moment nur betreiben damit. Ich möchte so viel wie möglich sehen. Ich möchte einfach wie ein einsamer Wanderer, ein einsamer Wolf durch diese große Welt streifen, die ganze Landschaften, die verschiedenen mir anschauen, Tiere entdecken, großartige Gebirge, Täler. Das, was irgendwie diese Art von Spielen so großartig macht, nämlich diese fremde Welt, das zu erkunden. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich komme, aber ich habe in etwa einen Plan, wo ich hingehen will und was ich im Moment sehen will. Es wird, ich weiß nicht, wie schwer es wird, jetzt hier das Überleben hinzukriegen. Wir müssen natürlich für Nahrung suchen, aber ansonsten
haben wir keine großen Besitztümer. Das heißt, wir müssen nichts groß pflegen, keine Felder bestellen, keine Äcker. Wir werden uns von Pilzen, von Beeren, also keine Braunbeeren, sondern die süßen, fruchtigen ernähren. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ich suche im Moment immer noch nach so einer Art Stelle, wo ich Feuerstein finde. Aber das sieht irgendwie hier vielleicht... Nee, das sieht nicht so gut aus. Wartet mal. Ackerbau, Wildpflanzen, friedliches Tier. Ja, das kommt dann alles, wenn wir jagen. Das machen wir im Moment noch nicht, weil wir eben keine Axt haben. Ich weiß nicht, wie ich ein Tier besiegen soll. Wobei, man könnte natürlich auch sich eine Schleuder bauen. Aber hier sieht es schon ein bisschen... da hinten, seht ihr? Da ist Gestein. Da finden wir, da werden wir fündig. In jedem Fall. Dann hoffen wir hin. Ja, ich habe etwa einen Plan. Und zwar, ich kann immer rauszoomen, die Karte, soweit man das erkennt. Das ist nur ein Teil der Welt. Im Forum habe ich gefunden, da hat jemand diese gesamte Karte mal zusammengestückelt. Ist leider hier im Spiel nicht erkennbar. Aber mein Plan ist es, dass ich hier runter zu dieser Bucht laufe. Also wir sind so gewissermaßen jetzt im Zentrum dieses Kontinents. Hier ist diese Hauptstadt. Hier irgendwie rüberkomme. Ich hoffe, ich kann da schwimmen. Ich weiß nicht, wie breit das ist, aber ich hoffe, ich kann hier rüber schwimmen. Von dieser Insel hier rüber. Und das muss ein anderes Gebiet sein. Also ihr seht es, hier ist grün, da ist dann... Ich weiß nicht, was das ist. Tundra oder Steppe vielleicht. Ich vermute Steppe. Dann gucken wir uns diesen See hier noch an. Und dann überqueren wir dieses Gebirge und kommen in ein Wüstengebiet. Und von dort ans Meer, ans südliche Meer. Und dann möchte ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, hier entlang der Grenze zwischen Steppe und Wüste, hier in Richtung dieses riesigen Vulkans laufen. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht. Von hier, da hinten haben wir ihn. Und vielleicht sogar den besteigen und dann weiter gen Norden, wo es dann immer kälter und unwirtlicher wird, laufen. Das ist jetzt erstmal ein absonderlicher Plan. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert so. Aber man muss ja Pläne haben. So, auf jeden Fall hier ein bisschen kargere Gegend. Aber hier gibt es Steine. Und hier sollten... Oh, warte mal, hier ist... Das ist da noch was? Ist da ein Sack oder was? Hier war schon jemand. Fallen gelassen, Gegenstand. Ist da was drin? Ui! Was haben wir denn hier? Schleudermunition. Naja, gut, das ist nett, aber... Jetzt auch nicht so großartig. Das können wir uns nämlich hier auch relativ selber simpel suchen. Jetzt holen wir uns erstmal einen Feuerstein und können dann unsere erste Axt bauen. Sehr schön. Wir lassen ihm ein paar mehr mal gleich rauskratzen. Obwohl, hier scheint nicht mehr zu sein. Zumindest hat er das abgebrochen. Wir gehen mal ein bisschen weiter hoch. So... Schleudermunition könnten wir dann auch gleich noch ein bisschen mehr suchen. Bin mich ganz sicher, was besser ist, ob wirklich mit der Schleuder zu kämpfen, wenn man das noch nicht so ganz beherrscht. Aber gut, man muss es ja irgendwann machen, um besser zu werden. Wir können eh jetzt noch maximal vielleicht mit Wildschwein kämpfen. Also auf dieser Newbie-Insel ist mir es tatsächlich gelungen, ein Wildschwein zu töten mit einer Axt. Kann aber auch sein, dass die da irgendwie nicht so gefährlich sind. Das werden wir jetzt erst nochmal erleben. So, jetzt haben wir aber ordentlich Feuerstein. Sehr gut. Okay, das ist prima. Wir müssen erst zur Abend kommen, aber ich gucke mal, ob wir jetzt schon einen herstellen können. So, primitives Werkzeug. Wir wollen eine Axt. Ach, wir brauchen noch Pflanzenfasern. Genau. Das sollte aber hier kein Problem sein. Warum es hier nicht Winter ist, verstehe ich nicht ganz. Vielleicht, weil wir zu weit in den Süden gekommen sind und dann ist es hier einfach... Hier kommt dann der Schnee nicht hin. Das könnte sein. So, Pflanzenfaser sammeln. Wir werden ihn gleich mal so viel unserer Ausdauer es ermöglicht sammeln lassen. Wobei, die geht gar nicht groß runter. Das ist der gelbe Balken, den ihr seht. Der obere ist hierfür interessant, die weiche Ausdauer. Der untere ist, glaube ich, runtergegangen. Wir haben uns irgendwie verletzt, wenn ich mich recht entsinne. Gucken wir uns mal kurz unseren Status hier an. Oder, nee, das ist barfuß. Weiß ich nicht. Dann ist die Verletzung wahrscheinlich auch weggegangen nach der Überfahrt von der Newbie-Insel hier. Zum Glück. So, also ihr seht, Pflanzenfasern ist kein Thema. Nicht sehr
Ausdauer fördern. Da kann man ganz, 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 ganz viele auf einmal sammeln. Aber so viele brauchen wir jetzt gar nicht. Wir wollen jetzt erstmal nur eine Axt haben. 5 haben wir. Primitives Werkzeug, primitive Axt herstellen, produzieren. So, das dauert seine Zeit. Wir können gleich nochmal gucken, was wir brauchen für eine Schleuder. Die finden wir hier hinten. Eine Schleuder. Da brauchen wir 10 Pflanzenfasern. Eieiei. Na, ich glaube, wir lassen es erstmal bei der Axt. Das machen wir nachher. Die wir dann natürlich noch anlegen. Und zwar standesgemäß auf dem Rücken. So, jetzt könnten wir Bäume fällen. Wir könnten aber auch jagen. Und ich will einfach mal spaßenshalber gucken, wie es denn aussieht, wenn wir jetzt hier ein friedliches Tier aufspüren, ob jetzt überhaupt hier irgendwas in der Nähe ist. Finde ich Spuren? Normalerweise werden einem Spuren angezeigt. Was ist denn das hier eigentlich? Seht ihr das auch? Das sind so komische, so eine Linie. Ob hier zwei so eine Servergebiete möglicherweise zusammengehen, das könnte natürlich sein. Irgendwie hat das eben nicht geklappt. Möglicherweise ist hier kein Tier. Er hat mir aber gar kein Feedback gegeben. Spuren sind hier nicht zu finden. Die sind eindeutig. Vielleicht... Oh, doch hier. Spuren. Seht ihr? Allerdings sehr schlecht zu sehen bei Tageslicht. Möglicherweise muss man in der Dämmerung jagen. Das ist kaum zu erkennen, ehrlich gesagt, diese Spuren. Oder mein Talent ist noch zu schlecht. Das kann natürlich auch sein, dass das im Newbie-Land irgendwie weitaus simpler gehalten wurde. So, auf jeden Fall, hier ist mal ein kleiner Berg. Ist die Richtung, die stimmt noch, absolut exakt. Aber sehr schön, vom Berg kann man gut Ausschau halten. Wir zoomen mal wieder ein bisschen näher ran, um zu sehen, was hier in der Gegend los ist. Da ist doch irgendwie, ist da eine Struktur. Irgendwas, schaut mal, da wurde irgendwas schon gebaut, aufgehäufelt. Sind da schon Häuser oder irgendeine künstliche Struktur ist da? Wir schauen die uns natürlich an. So, jetzt haben wir ein kleines Ruckeln hier. Ui. Ja, ist natürlich alles noch in der frühen Phase. Dafür ist die Closed Beta ja da. Dass getestet wird, getestet wird, getestet wird. Die Performance ist da mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Was ist denn hier gebaut worden? Oder was soll das denn bitte werden? Ach Mensch, Leute. Vielleicht muss ich noch was an den Einstellungen drehen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu ruckelig. Ja. Hier. Ah, okay. Das sind tatsächlich aufgeschüttete Wälle. Troja hat das gebaut. Das ist hier vermutlich seine Hütte. Und das soll wahrscheinlich so eine Art Burgwall werden. Können wir hier oben rauf? Ja. Nee, können wir nicht. Oh ja, die sind ja schon sehr, 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 sehr fleißig, wie es aussieht. Haben schon die ersten. Fallen wir jetzt runter? Haben hier schon die ersten Öfen und sowas. Schmelzöfen in Größenordnung. Die ersten Felder angelegt. Okay. Ja, auf jeden Fall haben sie einen fantastischen Blick von hier oben runter. Und vielleicht sieht man auch schon die Gegend, in die wir uns nachher bewegen wollen. Und Weg ist hier auch schon gebaut worden. Oder ein Pfad. Sieht zumindest so aus. So. Ich versuche es hier einfach nochmal, irgendwie jagbares Wild zu finden. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen nach Essbaren suchen. Können wir hier jagen? Ja, friedliches Tier. Man hört so ein bisschen im Hintergrund das Hühnergegacker. Wahrscheinlich haben die da noch schon einen Stall stehen. Ich sehe aber keine Spuren. Also das Jagen erweist sich schon mal schwieriger als gedacht. Wir müssen irgendwie annässert werden erstmal. Das geht so noch nicht. Lasst uns noch mal kurz nach etwas Essbarem suchen.
Wir sinken hier bedrohlich. Unser Hunger nimmt wirklich bedrohlich zu. Ah, auf Anhieb eine essbare Pfahlwurzel gefunden. Sehr schön. Vielleicht ist das die Gegend hier deutlich fruchtbarer, wer weiß. Na. Ja. Dreimal versuchen wir es noch. Ja, sehr schön. Noch eine zweite. Oh, wenn die von guter Qualität wären, dann hilft uns das erstmal ganz schön weiter. Aber am effektivsten ist natürlich das Jagen. Weil wenn man erstmal... Also wenn man so ein Schwein kriegt oder so, dann hat man irgendwie da 50, 60 Stücke Fleisch, die man dann braten kann. Daraus 7 oder 8 gebratene Gerichte macht. Das ist schon fein. Da kommt man sehr lange mit. Sehr weit mit. So, 27. Qualität 18. Schauen wir uns das mal an, wie weit wir damit kommen. 33. Okay, Leute. Das ist schon mal ganz anständig. Können wir erstmal wieder weiterlaufen. Die Richtung stimmt vielleicht. Oh, schaut mal. Auch hier sind irgendwelche Strukturen. Das ist möglicherweise das, was wir da direkt... Nee, das muss da oben sein. Also die Gegend scheint schon nett besiedelt zu sein. Hm, okay. Gut, wir sind ja auch nur auf Reisen. Denn das ganze Ziel dieser Reise ist natürlich, einen Ort zu finden, wo wir uns... abseits jeglicher Zivilisation niederlassen können. Oh, wie der Schatten sich hier aufbaut. Das ist ja auch nicht so hübsch, ne? Ah, da muss ich noch ein bisschen was an den Einstellungen fummeln. Ja, also jenseits jeglicher Zivilisation niederlassen können. Also wir müssen einen Ort finden, der geeignet ist, ein Eremitendasein zu führen. Denn das ist das, was Valda Steinsson hier vorhat. Er will nicht in protzigen, riesigen Villen leben, auch nicht in Gesellschaft anderer Tumber-Zeitgenossen. Sondern allein über sich und die Welt nachdenken. Man kann mit Sicherheit mehrere Charaktere haben. Insofern wird es nicht nur diesen isolationistischen Valda geben, sondern... auch noch andere Leute, die vielleicht ein bisschen sozialer orientiert sind. Okay, Leute. Wartet mal, wo laufe ich hin? Ah, wir sind ein bisschen von der Richtung ab. Wir müssen hier in die Richtung. Da sehe ich schon wieder ein Dorf brennen. Was ist hier los? Sind hier so viele Barbarenräuber oder brennen die möglicherweise von selbst? Und was ist das da hinten für eine riesige Struktur? All das erfahren wir dann, wenn es weitergeht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich jetzt hier wirklich aufnehmen kann, wie viel ich schaffe. Im Laufe dieser Close Beta. Aber ich beginne einfach mal. Und als nächstes würde ich gerne hier ein Lager aufschlagen. Können wir uns schon einen Schlafsack bauen? Was brauchen wir dafür? Ja, den bauen wir jetzt einfach mal ganz blöde hier in die Landschaft. Falls uns nämlich was zustößt in der Zwischenzeit, dann werden wir immer wieder hier aufwachen. Das ist etwas, was wir immer mal wieder machen sollten. Und natürlich später gehört dann auch zum standesgemäßen Lager. Ah, verdammt, uns fehlt sowohl ein Ast als auch eine Pflanzenfaser. Das ist aber Gott sei Dank, hier sind wir in der Nähe von Bäumen. Schnell organisiert. Ja, natürlich zu einem standesgemäßen Lager gehört dann später natürlich noch ein schönes Feuer dazu. Und das wäre jetzt eigentlich mehr Brauchwald da nicht. Ein Feuer, um das Fleisch, das wir dann hoffentlich bald mal irgendwie bekommen, brutzeln zu können. So. Ast haben wir jetzt. Gucken wir nochmal kurz. Pflanzenfaser. Da reicht eigentlich eine, ne? Okay, haben wir. Jetzt müssen wir bloß noch wiederfinden, wo wir das aufgebaut haben. Das ist auch... Ah, hier haben wir es, ja. Alles klar. So, Lager aufschlagen. Dann ziehen wir unsere Fasern da rein. Und unsere Äste. Und dann bauen wir das. Gut, prima. Ja, ein Bett unter den Sternen. Bei dem Wetter kann man sich das erlauben, denke ich. Wir können uns hier gar nicht...
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir uns hier dran binden können. Nein, das geht wahrscheinlich nur mit einer Hütte. Ach ja, so war das. Das Bett. Ich weiß gar nicht, wozu dient eigentlich das Bett dann? Was soll das? Bewegung, Objekt aufheben. Jetzt hat es nur schmückenden Charakter. Möglicherweise. Dann hat sich das schon erledigt mit dem Bett. Dann freut sich irgendein Bettler jetzt darauf. Kann ich das hier nicht platzieren? Nee, ich stehe wahrscheinlich darauf. Ich blockiere die Stelle. Hilfe! Ich werde das Bett nicht mehr los. Walda muss beschwert durch die Gegend gehen. Möglicherweise ist es auch zu schief. Vielleicht müssen wir uns woanders hin orientieren. Brech das mal ab. Das endet, dieses Video endet mit einem Bettendebakel. Leg das ab, Walda. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier das Problem, bitte? Sind wir zu weit weg oder zu nah dran? Etwas blockiert die Stelle. Ja, toll, Leute. Also, mit diesem Problem entlasse ich euch jetzt. Skurrilerweise. Also, er ist auch wirklich... er ist auch wirklich geschlagen hier mit diesem Bett. Andere tragen ein Kreuz. Er wird eingehen in die Geschichte als derjenige, der sein Bett mit sich herumgetragen ist. Das löst möglicherweise einen ganz neuen Kult aus, ein Ritus. Wir laufen mit unserem Bett auf dem Rücken durchs Land und erfahren Selbsterkenntnis und vielleicht auch noch Erkenntnis in höhere Dinge. Ey, Leute. Naja, ich sag erstmal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Steinwall.